So, herzlich willkommen zum Repetitorium Staatsrecht, die Grundrechte. Der Fall ist Ihnen bekannt. Wir werden uns heute mit Artikel 8 Grundgesetz näher beschäftigen, einem Grundrecht, das im Staatsexamen häufiger drankommt, üblicherweise allerdings dann eingekleidet in eine klassische verwaltungsrechtliche Prüfung, also auf der Grundlage des sächsischen Versammlungsgesetzes oder welchen Versammlungsgesetzes auch immer. So, meine Damen und Herren, dann legen wir gleich mal los. Der Fall ist ja bekannt, davon gehe ich wenigstens aus. Der Beschwerdeführer B wendet sich hier gegen den an ihn gerichteten Bußgeldbescheid. Der Bußgeldbescheid ist mit einer entsprechenden Begründung versehen. Diese Begründung hat sich das Gericht zu eigen gemacht, wird nicht unwichtig sein. Und gegen diese letztinstanzliche gerichtliche Entscheidung geht jetzt der B vor dem Bundesverfassungsgericht vor. So, meine Damen und Herren, dann legen Sie mal los. Verfassungsbeschwerde, das müssen wir, glaube ich, jetzt nicht im Einzelnen von Ihnen mehr fragen. Sondern da können wir gleich loslegen. Die Verfassungsbeschwerde des B hat gemäß Artikel 93 Absatz 1 Nummer 4a in Verbindung mit 13 8a 23 90 folgende Bundesverfassungsgerichtsgesetz Aussicht auf Erfolg, wenn sie zulässig und begründet ist. So. Jetzt sind Sie dran, beschwerdefähig oder immer noch nicht dran, also weil das jetzt einfach ein bisschen einfach ist, römisch. Erstens, oder tippen Sie mal schnell was ein. Bei mir wird hier aufgezeichnet, es gibt irgendwelche technischen Fehler, aber ich hoffe nicht. Tippen Sie mal beim Chat ein, ob die Kommunikation mit Ihnen gut funktioniert. Also wenigstens Beschwerdefähigkeit, jedermann, jeder, der Träger von Grundrechten ist, der B ist Träger als natürliche Person deutscher Staatsangehörigkeit, Träger aller Grundrechte und dementsprechend hier unproblematisch jedermann. So, dann Beschwerdegegenstand, wie schon gesagt, mehrmals erörtert, gibt es in der Fallprüfung regelmäßig einen ganzen Fächer von tauglichen Beschwerdegegenständen. Sie suchen sich immer die letzte staatliche Maßnahme aus und dies ist regelmäßig Subspezie des Gebots der Rechtswegerschöpfung, 90 Absatz 2, Bundesverfassungsgerichtsgesetz, das letztinstanzliche Urteil. Ja, das sollten Sie sich unbedingt, nochmals unbedingt merken. Aufbautechnisch ist das sehr, sehr wichtig. Bitte nicht einen ganzen Strauß an Gegenständen in eine Prüfung hineintragen, weil Sie sich sonst die Arbeit viel zu komplex und schwierig machen. Also suchen Sie sich die letzte Maßnahme aus und das ist hier eben das letztinstanzliche Urteil, das implizit dann auch der Legislativakt mit angegriffen wird, gegebenenfalls angegriffen wird und die der gerichtlichen Entscheidung vorgelagerten Exekutivmaßnahmen hier, der Bußgeldbescheid, das ist klar. So, okay, also hier Judikativakt, letztinstanzliche gerichtliche Entscheidung. So, jetzt, wenn das übrigens jetzt gleich noch weiter hier so laut ist, dann hoffentlich stört es Sie nicht so, dann muss ich hier mal die Tür schließen. Hier ist schon wieder irgendwie eine Demonstration, ja, und deswegen kreist der Hubschrauber und dementsprechend ist es ein bisschen lauter. Also wenn es noch länger andauert, muss ich mal kurz zum Fenster treten und das Fenster öffnen. Aber da es hier so warm ist, würde ich gerne das Fenster geöffnet lassen. So, meine Damen und Herren, jetzt sind Sie dran. Beschwerdebefugnis. Ja, da müssen wir das erste Mal bremsen, ja, ein bisschen in uns gehen.
Und was entfalten, meine Damen und Herren, was ist hier zu berücksichtigen, welches Stichwort muss jetzt hier wieder auftauchen, machen wir nicht das erste Mal, aber wir wiederholen es gerne. Diesen Aspekt könnte man theoretisch auch erst in der Begründetheit prüfen, darauf weise ich immer gerne hin, ja, weil es nicht zwingend ist, dies schon im Rahmen der Beschwerdebefugnis zu untersuchen. Ich neige hingegen dazu, es in der Beschwerdebefugnis zu prüfen, weil es um die Konkretisierung der Behauptung der Grundrechtsverletzung gleich Möglichkeit der Grundrechtsverletzung im Kern geht. So, welches Problem stellt sich hier? Sie sind dran. Bislang habe ich noch nichts im Chat von Ihnen. Tippen Sie mal rein, was ist jetzt im Rahmen der Beschwerdebefugnis? Ich habe doch hoffentlich den Chat richtig eingerichtet gestern. Das mache ich eigentlich immer einen Tag zuvor. Hoffentlich habe ich es gemacht, aber sonst müssen Sie mir irgendwie ein anderweitiges Signal geben, wie auch immer. Ja? Zum Beispiel über Zoom. Ja? Da ist nur ein einziger Teilnehmer neben mir, ja? Aber immerhin. Das sich stellt sicher, dass das nicht beendet wird. So, gibt es irgendwelche Probleme? Also schreiben Sie jetzt mal schnell rein. Es sind ja einige im Chat. Ich sehe das ja, wie viele beteiligt sind. Also bitte, welches Problem müssen wir jetzt erörtern? Das haben wir schon x-mal gemacht. Deswegen mögen Sie sich vielleicht auch gar nicht beteiligen, weil Sie sagen, das ist jetzt ein bisschen langweilig, ja, aber auch Langeweile. Ja, ja, endlich. Gott sei Dank, es funktioniert wenigstens. Das beruhigt mich ja schon. Es ist also in öffentlicher Wahrheit möglicher selbstgegenwärtig und unmittelbar betroffen. Ja, also jetzt wieder selbstgegenwärtig und unmittelbar. Ja, so, beantworten Sie bitte die Frage, ist die eigene gegenwärtige und unmittelbare Betroffenheit problematisch, wenn sich der Beschwerdeführer hier, der B, gegen eine Gerichtsentscheidung wendet? Beantworten Sie es. Ja, jetzt kommt es gleich spezifische Grundrechtsverletzung, völlig richtig. Ja, also, aber das wollte ich an den ersten Herrn D. Jetzt adressieren. Ja, also das ist, ne? Vergessen Sie es. Ja, ich weiß, viele meiner Kolleginnen und Kollegen sagen ja, das gilt für jede Verfassungsbeschwerde. Ich weiß, das ist auch so. Ja, aber man soll nur Punkte prüfen, wenn man sie verstanden hat. Ja? So, und die eigene gegenwärtige unmittelbare Betroffenheit löst regelmäßig bei einer Urteilsverfassungsbeschwerde keine Probleme aus. Ja? Weil, ja, wie muss die Konstellation sein, dass man sich als Beschwerdeführer gegen ein Urteil wendet und man selbst nicht betroffen ist, gegenwärtig, unmittelbar. Ja, wie muss das sein? Ja, also wenn man im Grunde um ein anderes Urteil, bei dem man gar nicht verfahrensbeteiligter war, angreifen möchte. Ja? Das mag es geben, ja, aber das gibt es in der Praxis nicht und vor allem nicht in der studentischen Fallpraxis. Also das Erfordernis der eigenen gegenwärtigen, unmittelbaren Betroffenheit liegt bei Verfassungsbeschwerden gegen Gerichtsentscheidungen in 99,9999% sowohl in der Lebenswirklichkeit als vor allem auch in der studentischen Praxis vor. Und weil das so ganz, ganz, ganz überwiegend immer vorliegt, ist das extrem unglücklich, das dann auch nochmal zu erwähnen. Also wenn wir so völlig so ein klares Verhältnis haben, regelmäßig gibt es kein Problem, sondern nur in den Ausnahmefällen gibt es ein Problem, dann gibt es die klare Antwort. Für die Fallprüfung nur im Ausnahmefall prüfen, ja? Wenn man es richtig verstanden hat. Ja? Und dieses andere Erwähnen ist im Grunde genommen verlorene Zeit und gibt zu verstehen, dass man eigentlich dieses Kriterium der eigenen gegenwärtigen unmittelbaren Betroffenheit nicht richtig verstanden hat. Ja? So, okay, aber können Sie gerne bringen. Aber es ist nicht der Punkt, den ich hier als Problem überhaupt darstellen wollte, sondern wenn überhaupt die spezifische Verletzung von Grundrechten, bitte richtig, nicht spezifischer Verfassungsverstoß oder spezifische Grundrechtsverletzung, ja, sondern letztendlich die spezifische Verletzung von Grundrechten. Das soll nämlich verdeutlicht machen,
verdeutlichen, dass es nicht um die Verletzung nur einfachen Rechts geht. Ja. Denn, und dann kommt das, das Bundesverfassungsgericht ist keine Superrevisionsinstanz, es überprüft die angefochtene Entscheidung nicht nach Maßgabe des einfachen Rechts, sondern nur, ob sie die spezifische Verletzung von Grundrechten erkennen lässt. So. Welche vier Fallgruppen, wenn Sie so wollen, auch fünf Fallgruppen, aber die letzte spielt in der studentischen Fallbearbeitung keine allzu große Rolle. Welche im Kern vier Fallgruppen gibt es? Und hier sind in unserem Fall vielleicht einige einschlägig. So, also erstmal, welche Fallgruppen gibt es? Hauen Sie mal schnell in den Chat oder geben Sie es mir über Zoom kund. Welche Fallgruppen? Also, und das heißt dann im Grunde, also nochmal, Behauptung einer Grundrechtsverletzung ist der Terminus technicus, gleich Möglichkeit der Grundrechtsverletzung. Und Möglichkeit der Grundrechtsverletzung ist bei Urteilsverfassungsbeschwerden problematisch, weil, habe ich alles schon gesagt, keine Revisionsinstanz, keine Überprüfung nach Maßgabe des einfachen Rechts, sondern nur, ob die angefochtene Entscheidung die spezifische Verletzung von Grundrechten erkennen lässt. Also heißt Möglichkeit der Grundrechtsverletzung, Möglichkeit, dass einer dieser Fallgruppen, die ich von Ihnen jetzt hören möchte, einschlägig ist. Das muss nur möglich sein. Ob es tatsächlich der Fall ist, prüfen wir in der Begründetheit. Ja? So, und deswegen, weil die Möglichkeit der Grundrechtsverletzung konkretisiert werden muss bei einer Urteilsverfassungsbeschwerde, spricht einiges dafür, dass schon im Rahmen der Beschwerde Befugnis und nicht erst im Rahmen der Begründetheit der Verfassungsbeschwerde zu untersuchen. Ja? Aber wie schon gesagt, ist eine Aufbaufrage. So, sehr schön. Erstmal sehr, sehr gut, Piontek, verfassungswidrige Rechtsgrundlage, ja, ist eine erste Fallgruppe, Eingriff in ein Grundrecht auf der Grundlage einer verfassungswidrigen Rechtsvorschrift, also es gibt keinen Gesetzesvorbehalt, der fällt weg, wunderbar. Nichtanwendung eines Grundrechts, fehlerhafte Anwendung eines Grundrechts und Verkennung der Bedeutung und Tragweite eines Grundrechts. Ja, wunderbar, all die vier Fallgruppen dargelegt. Ja? So. Und das muss jetzt möglich sein. Ja? Da versteht, ja? Behauptung einer Grundrechtsverletzung heißt Möglichkeit einer Grundrechtsverletzung und Möglichkeit einer Grundrechtsverletzung bei Urteilsverfassungsbeschwerden. Ist es möglich, dass eine dieser Fallgruppen hier einschlägig ist? So, sagen Sie mir das mal erst einmal. Jetzt subsumieren wir. Was ist möglich? Nur eine Fallgruppe oder sind hier nicht schon einige Fallgruppen einschlägig? Ich sagte Ihnen schon, Fallgruppe 2 und 3 setzt voraus, dass im Urteil ein bisschen was zusteht. Ja? Könnte hier der Fall sein. Also fast eine Ausnahme. Üblicherweise wird einfach nur das Ergebnis und nicht die Begründung des Urteils, des letztinstanzlichen Urteils im Sachverhalt dargestellt, also für die Studierenden. Ja, in der Lebenswirklichkeit in Karlsruhe, der forensischen Praxis in Karlsruhe sieht es natürlich komplett anders aus, aber jetzt in der studentischen Praxis üblicherweise für 2 und 3 keinen Raum. Also jetzt erstmal, verfassungswidriger, in der Tat, er hat gesagt, es könnte schon sein, dass die Ermächtigungsgrundlage 118 Absatz 1 und Ordnungswidrigkeitengesetz verfassungswidrig ist. Ja, werden wir prüfen. Straf- und Ordnungswidrigkeitengesetze unterliegen hier besonderen verfassungsrechtlichen Anforderungen, zu denen kommen wir noch. Ich hätte schon fast gesagt, Bestimmtheit, aber okay, kommen wir gleich zu. Ja, könnte aus, ist nicht von vornherein ausgeschlossen, dass der 118 Absatz 1 OWG verfassungswidrig ist. Ja, so. Ja, gar nicht so abwegig, denn wir sind hier ja schnell im Polizei- und Ordnungsrecht und ja, und da wissen wir auch, ist überhaupt der Begriff der öffentlichen Ordnung, ja, so, in Ordnung, so, oder darf eigentlich, ist Schutzgut eigentlich nur die öffentliche Sicherheit, ja? So, kommen wir gleich zurück. Ist nicht von vornherein ausgeschlossen. So, und dann sagt Herr Piontek und Verkennung der Bedeutung und Tragweite des Grundrechts, schön, letzte Fallgruppe, vielleicht ist noch eine weitere Fallgruppe einschlägig. Ich sagte schon, 2 und 3 setzt voraus, Fallgruppe 2, Nichtanwendung eines Grundrechts oder fehlerhafte Anwendung eines Grundrechts setzt voraus, dass im Sachverhalt ein bisschen was steht. Und vielleicht ist das hier der Fall. In unserem Fall der Fall. Sie sind dran.
Da wird mir nicht was gesagt. Also vielmehr sagt das die Behörde, ja, aber das Gericht macht sich dann diese Argumentation zu eigen. Ja? Da steht ja im Sachverhalt unter Bestätigung und Bezugnahme auf die Argumentation der Bußgeldbehörde. Ja? So wird das rezipiert, wenn Sie so wollen. Ja? So, und warum, was könnte ja noch nicht nur die erste und die vierte Fallgruppe, sondern vielleicht auch noch, welche Fallgruppe könnte hier einschlägig sein? So, es ist auch eine fehlerhafte Anwendung, da schon keine Versammlung angenommen wurde. Ja, genau. Keine Versammlung, weil die gar nicht genehmigt wurde. Ja? Also das soll offensichtlich Voraussetzung für den Versammlungsbegriff, also für die Einschlägigkeit des Artikel 8 sein, so die Argumentation, dass die Sache vorher genehmigt wird. Ja? So wie das in der Friedhofssatzung, also in der Satzung da geregelt ist. Ja? Das soll konstitutiv sein für die Einschlägigkeit, Aktivierung des Artikel 8 Absatz 1. Puh, das könnte ja ein grober Fehler sein. Also auf jeden Fall keinesfalls ausgeschlossen, die fehlerhafte Interpretation des 8.1. Also diese, jetzt könnte man sagen, das ist dann eigentlich die Nichtanwendung, ja, das könnte man auch sagen, aber die Nichtanwendung ist im Grunde genommen eigentlich eher der Fall, dass man das überhaupt nicht prüft. Hier hingegen setzt sich die Bußgeldbehörde schon mit dem 8 auseinander und sagt, das steht da nicht da im Gegen, denn das ist ja gar nicht einschlägig. Da könnte das, ist das eher die fehlerhafte Anwendung eines Grundrechts. Also die erste Fallgruppe, die dritte und auch die vierte Fallgruppe ist möglich. Ja? Also unter dem Gesichtspunkt dieser drei Fallgruppen ist die spezifische Verletzung von Grundrechten, hier das Artikel 8 Absatz 1 GG, durchaus möglich, nicht von vornherein ausgeschlossen. Das heißt, Beschwerdebefugnis plus, ja, das ist der einzige Punkt, indem wir in die Tiefe gehen und das im Einzelnen exemplarisch schön darstellen. Den Rest scrollen wir jetzt wieder durch, weil das langweilig ist. Gebot der Rechtswegerschöpfung steht im Sachverhalt. Form, Frist, nochmals Form, extrem wichtig für die Lebenswirklichkeit, für Sie unwichtig, weil Sie ja nun nicht eine Beschwerdeschrift im Einzelnen erstellen müssen und auch regelmäßig. Es gibt keine näheren Angaben im Sachverhalt dazu vorliegen, was der Beschwerdeführer, die Beschwerdeführerin jetzt im Einzelnen nach Karlsruhe geschickt hat. Ja, also nähere Angaben zum Beschwerdeschriftsatz können Sie dem Sachverhalt regelmäßig nicht entnehmen, auch unserem Sachverhalt nicht. Deswegen gehen Sie immer in Ermangelung gegenteiliger Angaben im Sachverhalt ist davon auszugehen, dass B den Formanforderungen des 23 im konkreten Schriftsatz entsprochen hat. So, dann müssen wir noch auf die Frist eingehen, dann müssen wir erwähnen, Monatsfrist 93.1.1 und damit im Karton. Ne? So, und bitte keine Subsidiarität, auch das jetzt wiederum, oh Gott, Subsidiarität, da kann man bringen, ja, aber auch redundant, weil bei Urteilsverfassungsbeschwerden die Subsidiarität regelmäßig keine Bedeutung hat. Ja? Kann es Bedeutung haben? Ja, ich weiß. Aber das sind absolut außergewöhnliche Fälle. Ja? Das sind so die sogenannten Gehörsrügen, ja, bevor man 103 Absatz 1 GG als verletzt rügt, muss man noch Gehörsrüge erheben. Das ist verfahrensrechtlich mittlerweile alles geregelt in den Gerichtsordnungen. Früher war das nicht der Fall, ja, und da musste man über das Prozessrecht hinaus dann auch noch, wenn man gegen eine gerichtliche Entscheidung vorgehen wollte, unter Berufung auf die Verletzung des 103 Absatz 1 noch eine Gehörsrüge erheben. Ja, und das war so Subsidiarität, ja, so, okay, aber sonst, ja, das ist, wann kommt man Fall in Staatsexamen,
dran, den 100 Absatz, 103 Absatz 1 GG betrifft. Können Sie vergessen. Ja? Also deswegen, so Grundsatz der Subsidiarität spielt bei Urteilsverfassungsbeschwerden keine Rolle und sollte deswegen bei Ihnen, von Ihnen auch nur dann geprüft werden, wenn im konkreten Sachverhalt hierfür Anhaltspunkte bestehen. Sonst nicht. Grundsatz der Subsidiarität betrifft in allererster Linie die Rechtsstaatsverfassungsbeschwerde, also die Verfassungsbeschwerde gegen abstrakt generelle Regelung, gegen Rechtsnormen, also gegen Rechtssätze. So, die Verfassungsbeschwerde ist begründet, wenn das Urteil, das angefochtene Urteil gegen Grundrechte des Beschwerdeführers B verstößt. Hier Artikel 8, also so kann man es auch gleich schreiben, gegen Artikel 8 des Beschwerdeführers B verstößt. Wo ist der Obersatz? Also prüfen wir den Artikel 8, Schutzbereich. Ja? Da sehen wir jetzt erst einmal einen deutschen oder Bürgergrundrecht. Das ist hier gegeben, deswegen plus. So, jetzt wandeln wir den Fall ab. Ja, wir haben nämlich heute wirklich sehr viel Zeit. Verspreche, wir werden heute, glaube ich, nicht in zeitliche Enge kommen. Wir nehmen das gerne zum Anlass. Was würden wir machen, wenn es sich um einen Spanier handelte? Also der B, die spanische Staatsangehörigkeit und nur die spanische Staatsangehörigkeit hätte, nicht die deutsche Staatsangehörigkeit. So, ja, dann müssten wir das übrigens schon systematisch prüfen bei jedermann, ja, im Aufbau technisch, ja, müsste man nämlich fragen, ist der B überhaupt jedermann? Wenn er nicht jedermann wäre, ja, dann würde es schon an der ersten Prüfungspunkt der Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerde scheitern. Ja, dann würde man sagen, ja, aber in jedem Fall ist er jedermann im Hinblick auf die allgemeine Handlungsfreiheit und da kommen wir und deswegen würde man das dann dort überspringen können. Ja? Unabhängig davon, ob nun 8.1, ob er Träger von 8.1, in jedem Fall ist der Spanier Träger von 2.1 und damit jedermann. Und da müsste man letztendlich doch im Rahmen der Begründetheit der Verfassungsbeschwerde das entfalten, was wir jetzt machen. So, meine Damen und Herren, kann sich ein Nicht-Deutscher, aber ein Ausländer mit Staatsangehörigkeit eines EU-Auslandes, also Staatsangehörigkeit eines EU-Mitgliedstaates auf Artikel 8 Absatz 1 berufen. So, Parallele sehr schön, weil wir es schon besprochen haben, deswegen überholen wir Parallele zu 19.3, könnte man direkt einbeziehen, oder aber 2.1, so, und mit entsprechenden Werthaltungen. Es wird in der Tat so gemacht. Unionsrechtskonforme Auslegung, ja, sehr, sehr schön. Jetzt entfalten wir das nochmal alles. Also, zunächst erstmal, was sagt das Bundesverfassungsgericht zu diesem von mir eben gebildeten Fall? Also, die haben das nicht am Beispiel des Artikel 8 einmal untersucht, sondern am Maßstab des Artikel 12, aber es ist das gleiche. 12 ist auch im deutschen Bürgergrundrecht und schließt dem Wortlaut nach ausländische natürliche Person aus, und zwar selbst dann, wenn diese Ausländer die Nationalität eines EU-Mitgliedstaates besitzen. Na? EU-Ausländer also sind. So, was sagt Karlsruhe da so was sagt Karlsruhe dazu? Herr Piontek hat das schon, diese zwei Möglichkeiten erwähnt. Was sagt, wissen Sie, das Bundesverfassungsgericht zu dieser Frage? Ist aber nur ich glaube nur im einstweiligen Rechtsschutz, ne? Oder nur Kammerentscheidung, das kriege ich jetzt gar nicht. Einstweiliger Rechtsschutz oder nur Kammerentscheidung. Also auf keine, bislang noch zu dieser Frage noch keine Plenarentscheidung, ja? Meines Wissens ergangen zu dieser Frage, ja? 19.3 haben wir ja schon erörtert, die grundlegende Entscheidung. Ja, mailändisches Unternehmen kann sich auf Artikel
12 berufen, auf Artikel 14 berufen, 19.3 steht dem nicht entgegen. Nicht? Anwendungserweiternde Auslegung des 19.3. So, das wird hier auch gebracht, Parallele zu 19.3 oder 2.1. So, was wird gesagt? Genau, Herr Piontek sagt das völlig richtig. Das Bundesverfassungsgericht in diesem Nicht-Annahme-Entscheidung kurz 2.1 herangezogen und sagt dann 2.1-Anwendung, aber im Rahmen des 2.1 müssen dann die Wertungen des 8 zum Tragen kommen. Ja? So, das ist schon deswegen ein bisschen problematisch. Also theoretisch ist das möglich. Ja? Den 8 für EU-Ausländer nicht zur Anwendung zu bringen und damit den 2.1 zur Anwendung zu bringen und um dann die Diskriminierung der EU-Ausländer zu verhindern, dann in den 2.1 die ganzen Werthaltungen des 8 hineinzulesen. Jetzt kommt es aber, ich sagte das schon, das betrifft dann nicht nur den 8 Absatz 1, also den Schutzbereich. Das müssen Sie alles, müsste man theoretisch in den 2.1 hineinlesen, sondern, und das hat man noch gar nicht so richtig berücksichtigt, so diejenigen, die sich da in der Literatur zu äußern, auch Karlsruhe hat sich ja dem so angeschlossen oder neigt dem dieser Auffassung zu. Das Gleiche gilt dann für die Schranken. Ja? Sie können nicht die Schranken des 2.1 dann zur Anwendung bringen, sondern dann müsste man auch im Rahmen des 2.1 nicht die Schrankentrias des 2.1, sondern dann die Schranken des 8 Absatz 2 zum Tragen kommen lassen. Und das ist nicht ganz unwichtig, auch noch das Zitiergebot des 19.1.2 anwenden. Ja, das Zitiergebot, wir kommen dazu noch, des 19.1.2 gilt ja nur für ganz wenige Grundrechte und Sie wissen das, sollten Sie wenigstens wissen, das gilt wenigstens nicht für Eingriffe in 2.1. Aber es gilt für Eingriffe in 8.1. Ja, da muss das eingreifende Gesetz ausweisen, dass es in den Schutzbereich des 8 eingreift, sonst ist es verfassungswidrig. Gesetze, die dem Zitiergebot des 19.1.2 nicht entsprechend sind, verfassungswidrig. Also was ich damit sagen möchte, Sie müssen nicht nur den Schutzbereich des 8.1 hineinlesen in den 2.1, sondern auch noch die ganzen Schranken, also ersten Schranken 8.2 und dann noch die Schranken der Schranken. Das bedeutet, das Zitiergebot des 19.1.2 dann auch noch in den 2.1 als spezielle Schranke hineinlesen. Ja? Und wo ist der Erkenntnisgewinn? Gar nicht, ne? Also überhaupt nicht. Sie prüfen im Ergebnis den 8, was den Tatbestand anbelangt und was die Schranken anbelangt. Und das alles in 2.1. Meine Damen und Herren, das ist nicht hübsch. Ja? Das versteht draußen wirklich niemand. Also sowas Unklares, ich nenne das immer Mischmasch-Auslegung. Ja? Das 2.1 ist so eine vorgeschobene Attrappe, eine kleine Puppe. Und die Musik in der Puppe ist die Musik des Artikel 8, sowohl was den Schutzbereich anbelangt, als auch was die einengenden und besonderen Anforderungen an Schrankengesetze, also an Schranken, die in 8.1 eingreifen, auch noch. Also, dann prüft doch bitte gleich den 8 Absatz 1. So, also das kann nicht der Punkt sein. Aber Sie haben da vor allem zu Recht auf den anderen letztendlich dogmatisch entscheidenden Grund hingewiesen. Und das ist der maßgebliche Fehler in dieser Argumentation. Was für natürlich, fest für juristische Personen gilt, muss gleichermaßen, ich würde schon fast sagen, erst recht gelten, naja, zumindest auch gelten, für natürliche Personen. Also wenn man der Auffassung ist, und dazu kommen wir jetzt gleich nochmal, dass für juristische Personen trotz des Wortlautes inländisch im Sinne des 19 Absatz 3 es nicht darauf ankommt, ob der Sitz im Inland, in der Bundesrepublik Deutschland oder im EU-Ausland ist, mit Blick auf das allgemeine Diskriminierungsverbot in Verbindung mit, komme ich gleich nochmal, Artikel 23 Grundgesetz, dann
kann für die natürliche Person nichts anderes gelten. Also da plötzlich zu sagen, der Wortlaut, so sagt Karlsruhe in dieser von Herrn Piontek in Bezug genommene Entscheidung, der Wortlaut stehe dem entgegen, also die EU-Ausländer in den Schutzbereich, in den persönlichen Schutzbereich der deutschen Grundrechte zu bringen. Ja, richtig. Das Gleiche gilt aber auch für 19 Absatz 3. Und bitteschön, Karlsruhe hat diesen Wortlaut beiseite geschoben. Ja, und das auch zu Recht. Also was für 19 3 gilt, muss auch für die deutschen Grundrechte gelten. Also sonst wäre das eine völlig ungeordnete Kategorisierung und Systematisierung, die man keinem Jurastudenten ans Herz legen würde. Ja? Also Jura ist Logik. Ja? Also wir haben nicht die mathematische Gewissheit, leider nicht, aber wir sollten bemüht sein, in unserer Dogmatik Figuren zu entwickeln, Argumentationslinien zu entwickeln, die bruchfrei sind, widerspruchsfrei sind. Was für eine juristische Person gilt, gilt also auch für natürliche Personen. Jetzt kommt es aber, und das nochmal, da greife ich dann gerne nochmal drauf zu, Union, Herr Thur sagt da, unionsrechtskonforme Auslegung mit Blick auf 18. Ja? Das gefällt mir so nicht. Also anders gewendet, wenn Sie das so formulierten in Ihrer Staatsexamensklausur, würden Sie wenigstens bei mir ein Kommentar bekommen. Ja, vielleicht bei den anderen nicht so, ja, weil Karlsruhe das ja auch so macht. Aber das gefällt mir nicht. Warum denn einfach bei unionsrechtskonformer Auslegung, jetzt würde ich schon wieder was provozieren, was interessiert mich denn als Verfassungsrechtler, das Unionsrecht, ja, das sind die Europarechtler, ja, der Wendel macht das und die Schiedermeier machen das. Ich bin deutschnationaler Verfassungsrechtler. Ja. Was interessiert mich, was die Unionsrechtler da so machen? Warum muss das auch Gersdorf interessieren? Ja, also übrigens, Gersdorf interessiert sich auch für das Unionsrecht. Ich will das einfach nur plakativ bringen. Das taucht nicht auf. Sehr richtig. 23. Ja. Der muss erwähnt werden von Ihnen. Ja. Deswegen ja auch, wir schieben den Wortlaut des 19 Absatz 3 zur Seite. Wir haben schon gesehen, den 1 Absatz 3 haben wir bei der Grundrechtsbindung zur Seite geschoben. Den haben wir außer Kraft gesetzt. Wir haben den 93 Absatz 1 Nummer 4a, wir müssen das jetzt alles wiederholen, auch zur Seite geschoben. Da steht nämlich eigentlich nur Bindung, Verfassungsbeschwerde nur mit der Behauptung der Verletzung von deutschen Grundrechten, aber nicht von Unionsgrundrechten. Das steht da nicht drin. So war es auch nie konzipiert. Ja. Also über den Wortlaut setzen wir uns teilweise hinweg. Teilweise eliminieren wir ganze Vorschriften wie den 1.3. Ja? Und dafür brauchen wir dogmatisch einen verfassungsrechtlichen Grund. Ja? Nicht einen unionsrechtlichen Gebot der unionsrechtskonformen Auslegung. Wenn dieses Gebot der unionsrechtskonformen Auslegung kein Gebot des Verfassungsstaates wäre, dann würde ich sagen, interessiert das bei der Auslegung unseres Grundgesetzes überhaupt nicht. Aber das hat uns zu interessieren, weil es sich um ein verfassungsrechtliches Spannungsverhältnis handelt. 19.3 oder hier 8.1 versus 23. Ja? So. Und 23 heißt Bekenntnis zur Europäischen Union. Und damit Bekenntnis zu der Funktionsfähigkeit der Union. Und jetzt wichtig, zu den Grundwerten, Grundprinzipien des Unionsrechts. Und dazu gehört allemal das Diskriminierungsverbot. Ja, das ist eigentlich das wesentlichste Prinzip des Unionsrechts. Ja, im Interesse der Diskriminierungsfreiheit ist die Union, europäische Gemeinschaften ursprünglich, überhaupt entstanden. Ja, ausländische Unternehmen sollen so behandelt werden wie inländische Unternehmen, wie inländische natürliche Personen. Ja, das ist das Wesen, das ist überhaupt der Kern des gesamten Unionsrechts. Und da sich Deutschland mit 23 zur Union bekennt, bekennt sich Deutschland auch zu den Strukturelementen der Europäischen Union. Ja, und dementsprechend ist das Spannungsverhältnis zwischen
8,1 und 23 in Verbindung mit 18, unter anderem 18 AEUV. Ja, Sie könnten auch die ganzen Grundfreiheiten auch noch erwähnen, aber zumindest 18 AEUV, ja, allgemeine Diskriminierungsverbot dergestalt auszulegen, dass die deutschen Grundrechte so wie 19 Absatz 3 erweiternd auszulegen sind. Also bitte, wenn Sie mir eine Freude machen wollen, ja, und vor allem, wenn Sie der Dogmatik eine Freude machen wollen, dann schreiben Sie nicht, im Lichte des 18 AEUV ist das deutsche Grundrecht des 12 anwendungserweiternd auszulegen. Ja, dann provozieren Sie wenigstens bei mir und vielleicht auch bei anderen Widerstand. Wenn Sie hingegen sagen, wir haben hier ein verfassungsrechtliches Spannungsverhältnis, das wir verfassungsrechtlich auflösen müssen, dann müssen Sie jeden anderen Juristen eindeutig einholen. Auch denjenigen, der noch die Pickelhaube auf dem Kopfe trägt, also eher dem nationalstaatlichen Verfassungsverständnis verhaftet ist. Ja? Wie schon gesagt, bitte, das ist bei Gersdorf nicht der Fall, aber Gersdorf liebt die Rechtsdogmatik. Also bitte, 23 in Verbindung mit dem maßgeblichen verfassungsrechtlichen Prinzip, unionsrechtlichen Prinzip, und das ist dann hier das allgemeine Diskriminierungsverbot. Dann sagen Sie ein bisschen etwas zu 23, da bin ich der festen Überzeugung, da holen Sie dann viele Leser ab. Ja, also ich glaube nicht, dass jeder Prüfer, jede Prüferin so das so richtig verstanden hat, ja, um was es da so geht. Ja, aber wenn Sie sagen, bekennt sich zur Union, ja, bekennt sich zur Funktionsfähigkeit und damit warum auch noch 23 in der Präambel, Integrationsklausel, Öffnungsklausel, vielleicht sogar noch mal die Entstehungsgeschichte, dass der 23 an den ursprünglichen 23 getreten ist, mit Bedacht getreten ist, um zum Ausdruck zu bringen, dass die europäische Einigung, der europäische Einigungsprozess so wichtig ist für den Verfassungsgeber, wie ursprünglich die innerstaatliche, das heißt die deutsche Einheit. Ja? Das kann man ganz erkennbar aus der Entstehungsgeschichte ableiten, dass 23 mit Bedacht ist, der Artikel 23 neue Fassung in die Fußstapfen des Erledigten mit der deutschen Wiedervereinigung, mit der Wiedervereinigung Deutschlands erledigten 23 alte Fassung getreten. Wenn Sie das alles auspacken, ja, in einer Staatsexamensklausur, boah, da sage ich Ihnen jetzt schon, dann werden Sie bei vielen Lesern ihrer Klausur ein Erkenntnisgewinn generieren. Und darüber freut sich jeder. Also wenn man sagt, von den Studenten habe ich ein bisschen was gelernt, jetzt habe ich es selbst erst richtig verstanden, der kann sich gar nicht beruhigen. Also Sie müssen sich wirklich vorstellen, wir freuen uns immer, wenn wir gute Klausuren lesen und sind so extrem genervt, wenn wir nicht mal die Basics lesen. Also wenn man merkt, da macht sich jemand Gedanken und da macht jemand, hat jemand vielleicht sogar noch mehr Ahnung als man selbst, passiert mir auch häufig. Ja, sage ich, boah, klasse, Detailwissen, super, ja, dann erwähne ich das positiv. Und so machen es alle anderen auch. Also packen Sie da gerne was aus, die Dogmatik, und so muss es stehen. Also jetzt haben wir bei uns kein Problem. Bei uns müssen Sie nichts auspacken, der B ist Deutscher und deswegen stellt sich das Problem hier nicht. Aber wir wollten nochmal ausholen. Jetzt kommen wir zur Versammlung, meine Damen und Herren. Hier kommen ja gerade mal drei Menschen zusammen, ja, mit drei weiteren Personen, nee, vier sind es dann im Ergebnis. Ja. So, und welche Frage stellt sich in sachlicher Hinsicht? Also erst einmal, was verstehen Sie unter einer Versammlung? Ja, das ist erst einmal in personeller Hinsicht, was die Anzahl der Versammlungsteilnehmer, Teilnehmerinnen anbelangt, ein Problem und dann auch noch weitere Anforderungen. Aber jetzt erstmal in zahlenmäßig. Welche Auffassungen werden da vertreten, meine Damen und Herren? Gutes Bild. Ich weiß nicht, worauf das jetzt bezogen war. Ach so, Sie meinen mit der Pickelhaube wahrscheinlich, nicht? Ja, das ist eine rhetorische Raffinesse, um alle Leute zu motivieren. So, meine Damen und Herren, jetzt sind Sie aber dran. Mindestens 6, wirklich, wird die Auffassung vertreten, mindestens 6.
Also, welche Auffassung werden da jetzt vertreten? Also, genau, die Pickel, aber die haben wir jetzt hinter uns gelassen. Also mindestens 6, meines Wissens nicht. Wenn man schon so hoch greift, dann die richtige Zahl. Und ich glaube nicht, dass man da 6 macht. Also 2, 3, mehr als 3. Und eine Auffassung sagt sogar noch was? Und deswegen 6. Also jetzt helfen Sie mir mal ganz schön. Was ist erforderlich für die Begründung eines... 7, genau, 7. Warum 7? Warum 7? Was geht da durch den Kopf derjenigen, die sind Unsinn vertreten? Entschuldigung, Vereinsgründung, ja, exakt so, Vereinsgründung. Da sind 7 Personen die Mindestanzahl nach dem bürgerlichen Recht, ja, ich betone bürgerlichem Recht, da haben wir schon gewisse Probleme, dass das plötzlich Verfassungsrecht konkretisieren soll, kaum, ja, diese Auffassung hat sich nicht durchgesetzt, ja, also, aber in der Tat 2, 3 oder 7, also wir müssen im Kern hier bei uns, weil es ja 4 sind, eigentlich nur die 7 wegräumen und dafür gibt es keinen Anlass, das auf 7 zu begrenzen, auf die Mindestzahl von 7 Personen zu begrenzen, denn die Anlehnung an das bürgerliche Recht ist hier nicht konstitutiv, nicht maßstabsbildend für die Auslegung des Artikel 8 Absatz 1 Grundgesetz. Entspricht auch ganz, 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 ganz herrschender Meinung. Ich weiß offen gestanden gar nicht genau, wie viele überhaupt diese Auffassung, also ich glaube, es wird auch nur als mögliche Argumentationsoption, ja, als Möglichkeit einer Argumentation angedacht, sich insoweit auf den Verein nach dem BGB, Bürgerlichen Gesetzbuch, zu begrenzen. So, okay. Hier also im Ergebnis kein Problem. Ja? Reichen 2 aus, Ihrer Meinung nach? Übrigens ist nicht unser Problem, 2 oder 3. Ist übrigens wirklich nicht ganz unwichtig. Also ich gucke hier gerade rüber, immer, also ich wohne direkt hier in Berlin am Auswärtigen Amt und vor dem Auswärtigen Amt sitzen eigentlich ständig irgendwie immer Menschen mit irgendwie so einem Transparent für oder gegen was, also sind immer ganz schlimme Dinge, dann irgendwelche schlimmen Menschenrechtsverletzungen in ihren Irren oder sonstigen, in ihren Heimatstaaten oder in anderen Staaten und da sitzen ganz häufig eben so 2 Personen zusammen, also wenn ich dann abends so vorbeilaufe, mit einer Person denke ich mir immer, Versammlung minus, ja, wenn die Versammlung aufgelöst würde, ohne Bezugnahme auf das Versammlungsgesetz, ja, so, und häufig stehen da aber auch 2, regelmäßig auch mehr als 2 und 3, aber was Subspezies, Schutzzweck und seine Bedeutung für Demokratie, sollten 2 genügen. Also Herr Piontek ist sehr großzügig, also hier kommt dann wirklich mal so ein liberaler Grundsatz zum Tragen, in dubio pro libertate, also wenn die Verfassung hier nicht so ganz klar ist, was die Anzahl anbelangt, dann muss im Zweifel die Auslegung gewählt werden, die möglichst mehr Freiheit eröffnet. Ja? So. Und für den interpersonalen Austausch ist 3 nicht unerlässlich. Ja? Es kommt eben nur darauf an, dass mehrere Personen, und das sind eben schon 2, dass aber zwingend 3 sein müssen, überzeugt mich auch nicht. Ich neigte dann auch der großzügigen Auslegung zu, wie Herr Piontek, und dementsprechend dürften 2 ausreichen. Also wie schon gesagt, in unserem Fall no problem, wir haben 4 Personen, 7 Personen, das ist eine unzulässige Begrenzung, Einschränkung des Versammlungsbegriffs. So, schön und gut. So, wo ist jetzt das eigentliche Problem in unserem Fall, meine Damen und Herren? Und das ist so ein Grundsatzproblem, das sich auch im anderen Zusammenhang häufig stellt. Also warum könnte man hier der Auffassung zuneigen, dass der 8.1 gar nicht eröffnet ist?
Jetzt sind Sie dran. Im Übrigen, denken Sie da vielleicht auch mal an, an das Unionsrecht. Ja? Es gibt so eine ganz grundsätzliche Entscheidung. Ja, so. Friedhof überhaupt ein Ort, an dem Versammlungen geschützt sind, ja, weil gar nicht für die Massenkommunikation, in der Tat, also das stört ja, prinzipiell. Ja. Ja, das ist ein Ort der Ruhe. Ja, also man sollte auf dem Friedhof des zum Beispiel nicht rennen, sondern wenn man dann geht, ja, dann geht man und zwar ganz gemächlich und ruhig, um andere Menschen, die trauernd den Friedhof besuchen, um nochmal Abschied zu nehmen von den Verstorbenen oder ihrer zu gedenken. Ja? Da braucht man Ruhe und Muße. Ja? Und da stört es, wenn man sich zu schnell bewegt. Und erst recht stört es, wenn da demonstriert wird. Ja? Also das ist im Grunde genommen nicht der Widmungszweck eines Friedhofs. Ja? So. Ja. Und? Was sagen Sie jetzt dazu? Aber, jetzt kommt das Aber. Genau, weil vielleicht nicht für Massenkommunikation geöffnet. Also erstmal ist sehr, sehr schön, dass der Begriff Massenkommunikation auftaucht. Ein Massenkommunikationsgrundrecht sind nicht nur die Medienfreiheiten, das Artikel 5 Absatz 1 Satz 2, Rundfunk, Pressefreiheit, also wenn Sie ein Flugblatt verbreiten, ja, oder YouTuben, ja, also irgendwie ein Video aufnehmen, dann ist das Rundfunk, das ist Massenkommunikation, soweit das wenigstens einer unbestimmten Anzahl von Personen zugänglich gemacht wird, was im Internet in aller Regel der Fall ist. Nicht zwingend, aber doch in aller Regel. So, und 8 Absatz 1 ist auch ein Massenkommunikationsgrundrecht, das Jedermann-Grundrecht, das Grundrecht des kleinen Mannes, der kleinen Frau, jetzt nicht körperlich, sondern was das Budget anbelangt. Ja? Schon immer des kleinen Mannes, der kleinen Frau, würde man auch heute sagen, jedermann kann ohne große Schranken, ohne große Aufwendung eben an öffentlichen Versammlungen teilnehmen, für seine Sache, für seine Gedanken werben, dafür eintreten und dies nach außen tragen, um so den Kommunikationsprozess zu befördern. So, jetzt stellt sich aber die Frage, genau dann, wie ist es jetzt auf dem Friedhof? Grundsätzlich nicht, aber völlig richtig, es ist hier ja geöffnet worden. Ja? Es findet ja eine Versammlung statt, nämlich eine Gedenkveranstaltung aus Anlass des Bombenangriffs der Alliierten, steht da übrigens im Sachverhalt, war das wirklich der Alliierten oder war das nicht speziell eigentlich nur der Briten, das weiß ich gar nicht, aber im Auftrag natürlich der Alliierten, aber ich glaube, es war in erster Linie die Air Force des Vereinigten Königreichs, aber weiß ich jetzt offen gestanden auch nicht historisch mehr. Ganz genau, ist ja auf jeden Fall was schrecklich, was da alles gelaufen ist, ja, also Dresden ist die Heimatstadt meines Vaters, schon lange verstorbenen Vaters. Also wir haben uns dann für den Wiederaufbau einer bestimmten Kirche dann auch eingesetzt, unsere Familie. Und okay, alles dahin. Das ist auf jeden Fall ein schlimmes Ereignis gewesen. Aber wir müssen natürlich immer darüber uns im Klaren sein, warum das gemacht worden ist. Ja? Und deswegen gibt es ja auch die Gegendemonstration von Antifa, was durchaus nachvollziehbar ist. Also, Sie sehen ja, es wird geöffnet und in dem Moment, wo es geöffnet wird, ja, ist dann der Artikel 8 aktiviert. Ja? So, und dementsprechend, wenigstens dann ist hier der 8 Absatz 1 geöffnet. Jetzt sagen Sie mal einen Fall, wie schon gesagt, der Gegenstand eines Verfahrens in Luxemburg war, wo eine ganz ähnliche Problematik eine Rolle spielte.
Umweltschutz, Verkehrspolitik, nicht ganz unaktuell. Ja. Die Fraport, das ist eine Fraport-Entscheidung, richtig ist die vom Bundesverfassungsgericht, kommen wir jetzt auch gleich zu. Aber jetzt erstmal die europäische. Fraport völlig richtig, aber jetzt die vom EuGH. Und da stellt sich nämlich sofort die Frage, was hat das eigentlich mit Versammlungsfreiheit zu tun? Ja? Wenn da irgendwo, wo Menschen eigentlich überhaupt nicht hingehören, prinzipiell hingehören, demonstrieren tatsächlich. Um was ging es? In welcher Entscheidung? Die war wichtig übrigens auch für die Frage der Grundrechtsbindung. Genau, die Versammlung am Brenner, völlig recht, auf der Brenner-Autobahn, ja, das ist exakt die gleiche Problematik. Ja, die französische, Entschuldigung, die Österreichische Republik, Österreich also, hatte eine Versammlung genehmigt, in Anführungsstrichen genehmigt, auf der Brenner-Autobahn. Ja, da war es dann tatsächlich eine Genehmigung. Ja. Und also ohne Genehmigung wäre das auch überhaupt nicht möglich gewesen. Ja? Aber auch da stellt sich die Frage, das ist zwar öffentlicher Grund, ja, öffentliche Autobahn, ja, jetzt könnte man noch sagen, das ist sogar privater Grund, weil das private Gesellschaften da sind. Ja? Also jetzt wird es dann noch komplizierter, ja? Dann wird es ganz kompliziert werden. Aber stellen wir mal vor, die Autobahnen wären so wie bei uns in der Bundesrepublik Deutschland in staatlicher Trägerschaft verwaltet, unterhalten, betrieben. So, und jetzt findet auf den Autobahnen der Bundesrepublik Deutschland so eine Demonstration stattfinden. Ja, ist da denn der 8. überhaupt einschlägig? Oder wird man sagen, nee, also das dient eigentlich nur Verkehrszwecken und Verkehrszwecken ist der Ortsveränderung. Ja, wissen wir noch, kommunikativer Gemeingebrauch, ja, auf öffentlichen Straßen, aber eher Gehwegen, aber nicht auf den Straßen. Also auf den Straßen können Sie jetzt auch nicht Flugblätter verteilen, also wo die Autos fahren und die Fahrräder fahren, um die Menschen nicht zu gefährden. Ja, das wäre genau die gleiche Problematik. Ja, aber wenn die Österreichische Republik jetzt dann das eröffnet hat, ja, und gesagt hat, wir sperren die mal für ein paar Stunden, um auf die Problematik der Verkehrsverlagerung immer mehr auf die Straße aufmerksam zu machen, um den Protest von Umweltschützern, nicht nur Umweltschützern, sondern engagierten Bürgerinnen und Bürgern zu öffnen, dann ist auch insoweit hier Artikel 8 jetzt gemessen an unserem Grundgesetz eröffnet. Eine ganz ähnliche Problematik, ganz andere Widmung und wird dann aber plötzlich für einen Fall umgewidmet und dann aber auch nur durch diese Umwidmung ist dann vielleicht der 8 eröffnet. Ja? Also, und dann jetzt kommt in der Tat die Fraport-Entscheidung. Fraport-Entscheidung haben wir schon mal kennengelernt im Zusammenhang mit der Grundrechtsbindung, mit der Frage, ob Private unter welchen Voraussetzungen und wie weit an Grundrechte gebunden sind. Da haben wir gesehen, Fraport hat mit der Bindung von Privaten an Grundrechte nichts zu tun, weil hinter der Fraport AG, habe ich dazugelernt, das letzte Mal hatte ich von GmbH gesprochen, ist natürlich eine AG, die wird getragen, wenigstens ganz mehrheitlich von der Stadt Frankfurt, der Bundesrepublik Deutschland, also dem Bund und dem Land Hessen. Ja, ist also ein gemischt öffentliches Unternehmen, zumindest, ich weiß nicht, ob Private auch beteiligt sind, dann aber haben sie nur eine Minderheitenrolle. Das ist ein in erster Linie in staatlicher, in öffentlicher Trägerschaft stehendes Unternehmen und dementsprechend über 1,3 Grundgesetz an Grundrechte und damit Artikel 8 auch gebunden. Da stellte sich dann die Frage, ist so eine Gesellschaft dann, oder ist der 8 eröffnet? Und da hat dann Karlsruhe in der Fraport-Entscheidung gesagt, ja, Sie kennen Frankfurt vielleicht auch, sind vielleicht mal von Frankfurt entscheidend, riesen Shopping-Mall. Ja, und also, dass viele Leute kommen nach Frankfurt zum Airport nicht, um
dort zu fliegen, sondern einzukaufen, ist also im Kern eigentlich so, diese verzweigten Wege dort am Frankfurter Flughafen, so wie eine Einkaufspassage der Öffentlichkeit geöffnet. Und weil dies analog wie öffentliche Verkehrswege geöffnet ist, muss auch prinzipiell die Entfaltung von Grundrechten sich so gestalten wie auf öffentlichen Wegen auch. Ja, da sagt man ja auch nicht, auf öffentlichen Gehwegen darf man nur die benutzen, um zu den Geschäften zu kommen, sondern natürlich können die Gehwege auch zu kommunikativen Zwecken, auch zur Wahrnehmung des Grundrechts des 8.1 ausgeübt werden. Und so ist es bei Fraport auch, mit Blick auf diese ganzen Möglichkeiten, Einkaufsmöglichkeiten und auch Unterhaltungsmöglichkeiten, Jazzclub und alles finden Sie da am Airport. Ja. Weiß ich nicht, ob Sie einen Jazzclub, aber geht meine Fantasie vielleicht jetzt wieder mit durch. Also es geht wenigstens wahrlich nicht nur den Reisebedarf da irgendwie zu befriedigen. Ja, das ist erst hinter der Schranke, sondern vorher können Sie sich da einkleiden, wie Sie auch immer wollen, ja, Fußballkarten von Eintracht Frankfurt kaufen. Ich glaube, Frankfurter Eintracht hat einen eigenen Fanshop dort am Frankfurter Flughafen, wie es häufiger auch der Fall ist. Ja? Okay, so, also das sind so die Parallelen, das muss man sich immer überlegen, es ist geöffnet. Hier ist also geöffnet. Frage ist dadurch, dass dem B, ja, jetzt kommt es ja, der B hat ja keine Genehmigung, das taucht ja nochmal auf. Genehmigt ist nur diese Versammlung, die Gedenkveranstaltung genehmigt. Genehmigt ist aber nicht das, was der B da macht, also die Gegendemonstration, sondern dazu bedarf es ja nach der Satzung 5 Absatz 4 der Friedhofssatzung einer gesonderten Genehmigung. Ist also dieses Genehmigungserfordernis konstitutiv für die Verwirklichung des für die Aktivierung des 8.1. Was meinen Sie? Es taucht praktisch dieser Aspekt zweimal auf, ja, und dann nachher eigentlich dann erst bei der Rechtfertigung dann nochmal. Nein, Versammlungen sind grundsätzlich nicht genehmigungsbedürftig, völlig richtig. Aber ist das hier so eine Genehmigungsbedürftigkeit, Anmelde, also sind nicht genehmigungs- und anmeldefrei? Das steht in 8 drin, ja? Alle Deutschen haben das Recht, Versammlungen ohne Erlaubnis, ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln, richtig. Aber ist das hier unser Punkt? Also ist der 5 Absatz 4 Friedhofssatzung eine Konkretisierung des 8, meine Damen und Herren, hier? Wenn Sie wollen, das ist eher vorgelagert. Warum? Ist also unser 5 Absatz 4 Friedhofssatzung letztendlich eine problematisch im Hinblick auf, erstmal problematisch, ja, wird ja eine Erlaubnis verlangt und der 8 sagt ja ohne Anmeldung oder Erlaubnis. Also verstößt die Friedhofssatzung nicht erkennbar gegen 8 Absatz 1 Grundgesetz? Verbotsam mit Erlaubnis auf dem Friedhof? Ja, aber worauf erstmal bezogen? Also, wir haben doch eben gerade gesagt, greift der 8
automatisch hat man also das Recht, sich friedlich zu versammeln auf einem Friedhof, auf der Brenner-Autobahn, um nochmal so, zumindest eine Genehmigung wegen der Satzung nicht konstitutiv für die Eröffnung des Schutzbereichs. Zumindest ist eine Genehmigung wegen der Satzung nicht konstitutiv für die Eröffnung des Schutzbereichs. Ja, aber was ist der Punkt hier jetzt eher? Also ich denke schon, also wenn man da ganz rigoros ist, kann man sagen, das ist schon konstitutiv, ohne Veränderung des Widmungszwecks, ja, also regelmäßig eigentlich haben Versammlungen auf dem Friedhof nicht zu suchen, hat man großes Verständnis natürlich auch für. So, und jetzt kann aber im Einzelfall dieser Widmungszweck geändert werden. So, und warum ist hier in unserem Fall aber auch nur deswegen das eröffnet, der Widmungszweck eröffnet? Ja, oder jetzt bilde ich mal einen Gegenbeispiel, einen Fall, also damit das klar wird. Unsere Gedenkveranstaltung, ja, also die Träger dieser Gedenkveranstaltung erhalten keine Genehmigung. Jetzt sind Sie dran. Können Sie sich auf Artikel 8 Absatz 1 berufen? Was meinen Sie? Sie sind dran. Fall abgewandelt, um es aber zu versuchen, auf den Punkt zu bringen. Also die haben ja die Genehmigung bekommen und das ist, glaube ich, bei uns der entscheidende Punkt. Aber stellen wir mal vor, diese Gedenkveranstaltung hätte es nicht bekommen, ja, die Genehmigung nicht bekommen. Die wollen aber auf dem kommunalen Friedhof ihre Versammlung abhalten und wehren sich dann vor dem Verwaltungsgericht und rügen die Verletzung des Artikel 8 Absatz 1. Und der Verwaltungsrichter sagt, 8.1 ist ja gar nicht einschlägig. So. Warum nicht? Oder anders gewendet. Sie wollen jetzt einfach demonstrieren hier auf einer Autobahn, ja, und sagen gegen die umweltverschmutzenden Autos, gegen diese Dreckschleudern demonstrieren auf den Autobahnen. Ja, so, und dann wird Ihnen das versagt und dann rügen Sie die Verletzung des Artikel 8 Absatz 1 Grundgesetz. Und? Also man kann die Auffassung natürlich vertreten. Also jetzt bleiben wir bei unserem Friedhof. Wir hatten uns ja darauf verständigt, dass der Friedhof es erstmal legitim ist, einen Nutzungszweck einzugrenzen. Und von diesem Nutzungszweck ist die Abhaltung von Versammlungen nicht gedeckt. So, der 5 Absatz 4, ja, der 5 Absatz 4 ist also praktisch dem 8 vorgeschaltet. Nur dann, wenn die Genehmigung erfolgt, wird der 8.1 erst eröffnet. So. Und deswegen ist der 5 Absatz 4 hier keine Erlaubnis im Sinne des 8 verbotene Erlaubnis, prinzipiell verbotene Erlaubnis, weil das erst einmal voraussetzt die Anwendbarkeit des Artikel 8 Absatz 1 Grundgesetz. Und wenn vom Widmungszweck eigentlich eine Versammlung möglich ist, dann, aber auch nur dann, greift dieses Erfordernis ohne Anmeldung oder Erlaubnis. Aber hier geht es ja gerade darum, ob überhaupt der Tatbestand des 8.1 eröffnet ist.
Man kann die radikal die Auffassung vertreten, dass auf öffentlichen Grund 8.1 insgesamt eröffnet ist. Absolut. Wenn man das so begründet, ist alles eine Einschränkung. Ist hier natürlich auch der 5 Absatz 4 eine Einschränkung. Diese Auffassung kann man vertreten. Spricht auch vieles dafür. Ja? Kann man so sehen. Aber man kann eben auch so anders argumentieren, dass der Staat durch Widmungszwecke schon den 8 erst einmal öffnen oder eben auch begrenzen kann. Und dann ist die Widmungsänderung konstitutiv für die Öffnung des Schutzbereiches des 8 Absatz 1. Und so ist das hier zu verstehen in unserem Fall. Das bedeutet, dass die Gedenkveranstaltungsteilnehmer sich gar nicht auf 8.1 berufen konnten. Unser B aber schon, deswegen, weil der Widmungszweck ja schon geändert worden ist durch die Genehmigung für die Teilnehmer, für den Veranstalter der Gedenkveranstaltung. Das ist also schon eröffnet. Ja? Und weil es dann eröffnet ist, dann kann das in jedem Fall der 5 Absatz 4 für den B jetzt nicht mehr eine Schutzbereichseröffnungsvorschrift sein. Aber das betrifft eben nur unseren Fall. So, also 5 Absatz 4 führt hier nicht irgendwie zu einer Tatbestandsbegrenzung. So, dann scrollen wir jetzt hier mal durch und kommen dazu. Also vielleicht eine weitere Frage. Warten Sie mal kurz oder bringen wir das dann in der Begründung. Ich muss mal kurz sagen, kann ich das... Ich will nämlich gerne auch alles wiederholen. Verfassungskonforme Auslegung. Okay, nee, wir kommen in der Begründung, wir kommen dann an anderer Stelle nochmal zurück. So, auf diesen Punkt zurück. Also, der 8 ist eröffnet, Eingriff liegt dann vor. Eingriff nochmals deswegen völlig unproblematisch, weil der Gedenkveranstaltung die Versammlung erlaubt worden ist auf dem Friedhof. Ja, und damit ist dann der Widmungszweck insoweit geöffnet. Und wenn das für eine Person oder für einen Personenkreis geöffnet ist, dann natürlich auch für andere Personenkreise, vor allem aus Anlass ein und derselben Demonstration. Es muss immer auch prinzipiell Gegendemonstration geben dürfen. Ja? Davon lebt die Freiheitlichkeit unserer Demokratie. Dazu kommen wir jetzt nachher dann auch noch. Also deswegen 8 auch für den B eröffnet, nachdem 8 in jedem Fall aktiviert worden ist durch die Widmungsänderung in der Gestalt der Erlaubnis für die Gedenkveranstaltung. So, dann Eingriff, klar vorliegt, und jetzt verfassungsrechtliche Rechtfertigung. So, Sie sind dran, meine Damen und Herren. Schranke, erst einmal unter freiem Himmel, dazu kommen wir gleich nochmal, was das überhaupt ist und wie dann überhaupt solche Regelungen wie 14 Versammlungsgesetz des Freistaates Sachsen oder auch des Bundesversammlungsgesetzes überhaupt legitim ist. Da steht doch in 8 drin, ohne Anmeldung und Erlaubnis. Ja, und gleichwohl gibt es eine Anzeigepflicht nach 14, das ist ja so eine Anmeldung. Dann Anzeige ist dann praktisch Anmeldung, aber die ist doch verboten. Ja, wie kann denn der 14 überhaupt Bestand haben? So, werden wir gleich noch erörtern. Aber jetzt erst einmal Verfassungsmäßigkeit, Sie sehen das 118 Ordnungswidrigkeitengesetz, meine Damen und Herren. Unter welchem Gesichtspunkt könnte der 118, der jetzt hier ja den Eingriff in 8 Absatz 1 bewirkt, verfassungsrechtlich problematisch sein? Jetzt sind Sie dran. Ja, grob anstößige, so ist ja der Terminus, öffentliche Ordnung, grob ungehörige Handlung, öffentliche Ordnung, ja, das ist alles... Gegenstand der Regelung des 118 Absatz 1 Ordnungswidrigkeitengesetz. So, und gegen was könnte, genau, gegen das Bestimmtheitsgebot. Wo ist denn das geregelt, das Bestimmtheitsgebot?
Ich wollte nämlich sagen, das allgemeine oder das besondere Bestimmtheitsgebot. Also das allgemeine Bestimmtheitsgebot folgt aus den Grundrechten. Danach müssen alle Gesetze, übrigens auch alle weiteren Maßnahmen, Exekutivmaßnahmen, die in Grundrechte eingreifen, hinreichend bestimmt sein. Ja? Damit sich der Normadressat danach richten kann und auch hinreichende Maßstäbe für die Überprüfung durch die Exekutive, aber vor allem auch durch die Judikative zur Verfügung stehen. So, welches Bestimmtheitsgebot meinen Sie denn jetzt? Vielleicht das besondere Bestimmtheitsgebot. Ja, das ist nur das Rechtsstaatsprinzip, das ist das Allgemeine. Ausfluss des Rechtsstaatsprinzips, ich habe es schon aus den Grundrechten abgeleitet, ich bin da noch schon einen Schritt weiter gegangen, nicht? Für bestimmte Normen des Staates gelten spezifische Voraussetzungen im Hinblick auf das Bestimmtheitsgebot. Nach welcher Vorschrift? Staatsrecht. So, jetzt kommen Sie. Jetzt nicht 20, Absatz 3. Rechtsstaatsprinzip oder besser eher aus den Grundrechten das Ableiten, das allgemeine Bestimmtheitsgebot, was bei Eingriffen vor allem in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, darüber hatten wir gesprochen, zu prüfen ist, ja, das ist das allgemeine Bestimmtheitsgebot, sondern hier handelt es sich ja 19.1 auch nicht. Das ist ein Ordnungswidrigkeiten-Tatbestand. Ja? So. Und wenn Sie wollen, Verwaltungsstrafe. Ja, Strafe, die durch die Verwaltung verhängt wird. So. Na endlich, ja, 103, aber bitteschön, Absatz. 103 hat mehrere Absätze. Welchen nun? Welcher Absatz? Absatz 2. Ja? Also 103, das spezifische Bestimmtheitsgebot für Straftatbestände. 103 bezieht sich nicht nur auf das materielle Strafrecht, sondern der Begriff Strafe im Sinne des 103 betrifft auch die Verhängung von Ordnungsgeldern, von Ordnungshaft, also von Ordnungswidrigkeiten. Ordnungswidrigkeiten sind ebenfalls erfasst von 103 Absatz 2, also dem spezifischen Bestimmtheitsgebot. Also für Strafgesetze, aber auch Ordnungswidrigkeiten, Tatbestände gelten besondere aus 103 Absatz 2 Grundgesetz folgende Bestimmtheitsanforderungen. So, jetzt sind Sie dran. Genügt der 118 Absatz 1, also die durch 118 1 verwendeten Begriffe grob ungehörige Handlung, öffentliche Ordnung diesen Bestimmtheitsgebot? So, zunächst erstmal öffentliche Ordnung, meine Damen und Herren. Wo kennen Sie die Diskussion, ob der Begriff der öffentlichen Ordnung vielleicht schon nicht hinreichend bestimmt ist? Woher kennen Sie diese Diskussion? In welchem Zusammenhang wird die geführt? Der Begriff der öffentlichen Ordnung, das ist ja ein Vorwand oder ein Argument in der Literatur, sei verfassungswidrig. Ja? So, und wo wird dieser Begriff, diese Diskussion geführt? Öffentlicher Begriff der öffentlichen Ordnung sei in Ermangelung hinreichender. Ja, in der polizeilichen, nicht nur polizeiliche Generalklausel, sondern überhaupt auch im Polizeirecht. Ja? Aber vor allem polizeiliche Generalklausel, aber nicht nur. Polizeirecht, Ordnungsrecht. Das Ordnungsrecht arbeitet seit Jahrzehnten mit Begriff nicht nur der öffentlichen Sicherheit, sondern auch der öffentlichen Ordnung, öffentliche Sicherheit, wissen Sie alle. Die geschriebenen Regeln, also das gesamte kodifizierte Recht, ja? So, und öffentliche Ordnung sind immer die ungeschriebenen Regeln, deren Befolgung nach der jeweils herrschenden Betrachtungsweise als unerlässliche Voraussetzung für ein gedeihliches staatsbürgerliches Zusammenleben gelten. Ja, so in etwa wohlfeil die Formulierung, habe ich immer noch im Kopf, habe ich jetzt nicht abgelesen. Ich habe auch mal Jura
studieren müssen, also mir solche Dinge auswendig, musste man auswendig lernen, ja, so, das ist ja immer noch nicht legal definiert, wenn ich das so richtig sehe, oder doch, vielleicht jetzt doch im sächsischen Polizeigesetz, weiß ich gar nicht, auswendig, so, okay, ja, also da wird auch schon die Diskussion geführt, ist der Begriff der öffentlichen Ordnung zu unbestimmt, denn es sind ja ungeschriebene Regeln, ja. Ungeschriebene Regeln nach jeweiliger Herrschaftsauffassung. Ja? Also in Bayern sieht man die Sitte vielleicht anders als im Norddeutschland, ja? Auch in Sachsen anders als im Norddeutschland. Ja? In Norddeutschland ist man insgesamt vielleicht ein bisschen liberaler, könnte sein. Ich komme aus Norddeutschland, aber weiß ich nicht. Also okay, völlig irrelevant. Auf jeden Fall überall, wo der Einfluss vor allem auch der Kirche größer ist, werden Moralvorstellungen häufig anders gesehen als in Regionen, in denen die Kirche einen weniger Einfluss hat oder überhaupt keinen Einfluss hat. Ja? Ganz eindeutig, was Nacktheit zum Beispiel anbelangt, Sexualität und so weiter und so fort. So, also es ist ganz ist ein wachsweicher Begriff, ja? Und deswegen sagt man im Polizeirecht, das ist doch viel, viel zu unbestimmt und taugt und eignet sich nicht als Ermächtigungsgrundlage für Grundrechtseingriffe. Ja? Polizeiverordnung, die auf der Grundlage der Generalklausel oder Spezialtatbestände ergehen, greifen ja in Grundrechte, in welche auch immer ein und das sei zu unbestimmt. Und da sagen Sie, das überzeugt Sie nicht. Warum überzeugt Sie das nicht, meine Damen und Herren? Warum ist der Begriff der öffentlichen Ordnung prinzipiell nicht zu unbestimmt und eignet sich sehr wohl auch für Grundrechtseingriffe? Was ist das schlagende Argument, der Begriff der öffentlichen Ordnung? Wissen Sie das? Ja, Sie holen, also die Diskussion ist eher, wie gesagt, um die polizeiliche Generalklausel, aber das führen wir jetzt so, wenn Sie wollen, analog im Zusammenhang jetzt hier mit diesem 118 Absatz 1 Ordnung und Wirklichkeitengesetz. Begriff der öffentlichen Ordnung, meine Damen und Herren, ist das vielleicht sogar ein Begriff des Verfassungsrechts? Effektive Gefahrenabwehr, ja, jetzt kommt Herr Naack als Etatist und sagt, es kommt doch die Pickelhaube wieder. Nein, also vergessen wir es mal, Effektivität, völlig richtig, spielt auch eine Rolle und das hat mit Pickelhaube nichts zu tun, Effektivität der Gefahrenabwehr, nur bei öffentlicher Ordnung fragt man sich wirklich, ne? Es sind die ungeschriebenen Regeln, in Deutschland ist fast alles irgendwie geregelt, ja? Und müssen wir jetzt das nicht geregelte jetzt auch noch mit dem Mittel des Polizeirechts, des Ordnungsrechts verfolgen, ja? Ja. Das muss nicht so zwingend sein, aber Begriff der öffentlichen Ordnung, meine Damen und Herren, warum ist das Argument, es sei zu unbestimmt und deswegen verfassungswidrig, wenig überzeugend, um das sehr zurückhaltend auszudrücken, weil der Begriff der öffentlichen Ordnung im Grundgesetz selbst auftaucht. Ja? Gucken Sie mal rein, zum Beispiel nicht zum Beispiel, nur relativ selten, müssen Sie einmal durchscannen, ja? Wenn Sie ein PDF-Dokument haben, können Sie das machen. Das ist bei 13, bei dem Unverletzlichkeit der Wohnung. Gucken Sie mal rein, Absatz 7, öffentliche Sicherheit und Ordnung. Ja? Das Grundgesetz in 13 Absatz 7 verwendet selbst den Begriff der öffentlichen Sicherheit, aber eben auch der öffentlichen Ordnung. So, und ein vom Grundgesetz verwendeter Begriff kann, glaube ich, nicht so unbestimmt sein. Ja? Dann wäre ja der Verfassungsbegriff selbst verfassungswidrig. Oh Gottes Willen. Nein. Also im Übrigen, wo haben wir es auch noch? Die im hohen Maße Unbestimmtheit spielt keine große Rolle, aber das Sittengesetz, ja, spielt ja häufig eine große Rolle beim Ordnungswidrigkeitengesetz da. Unser Sittengesetz als Schranke des Artikel 2 Absatz 1 ist auch im hohen Maße unbestimmt, ja, und ist gleichwohl von Verfassungswidrig eine taugliche Schranke. Spielt in der Praxis keine große Rolle mehr, ja, aber ist eine Schranke unseres Verfassungsstaates. Und die Verfassung verwendet keine verfassungswidrigen Schranken. Was sind Schranken des 2.1? Also der Begriff der öffentlichen Ordnung ist nicht so unbestimmt, weil er selbst direkt in 13, ich glaube noch an irgendeiner anderen Stelle, aber ich weiß es jetzt nicht auswendig,
zumindest in 13 Absatz 7 und dann auch mittelbar über die Schranke der Sittengesetze des 2.1 auftaucht. Ja, so. Aber da könnte man sagen, aber für Strafgesetze und für Ordnungswidrigkeiten, Tatbestände muss irgendwie noch was weiteres, noch eine spezifische Schärfung geben. Aber da würden Sie sagen, das ist das einschränkend auszulegen. Es haben sich typische Fallgruppen entwickelt. So ist das ganz häufig in der Rechtswissenschaft, dass das kategorisiert wird, Kategorien gebildet werden, Tatbestände gebildet werden, um diesen unbestimmten Rechtsbegriff dann näher zu konkretisieren. Und das ist dann im Ergebnis hinreichend bestimmt. Also 118 geht durch, also ist nicht so unbestimmt, obgleich es strengere weitergehende Bestimmtheitsanforderungen nach 103 Absatz 2 gibt, weitergehende als die aus dem Grundrechten folgende oder aus dem allgemeinen Rechtsstaatsprinzip 20.1 und so weiter geltenden und 20.3 geltenden allgemeinen Anforderungen. So, okay, scrollen wir also jetzt hier weiter. Materieller Hinsicht, dann kommt noch das Zitiergebot. Ja, hatten wir vorhin schon erwähnt, das ist jetzt hier die Besonderheit der 118 entspricht dem ursprünglichen 316, dem vorkonstitutionellen, und das Zitiergebot gilt nur für nachkonstitutionelles Recht. Ja, ob man das jetzt wirklich zwingend wissen muss, aber wäre vielleicht auch nicht schlecht. Also wenn Sie das gewusst hätten, dass das Zitiergebot erstmal gilt für Eingriffe in das Recht aus 8.1, das steht fest, das müssen Sie wissen. Aber dass das eben nur für vorkonstitutionelles, nachkonstitutionelles Recht gilt und grundsätzlich nicht für vorkonstitutionelles, das ist dann eine andere Frage. So, hier ist aber hier ist es nachkonstitutionelles Recht, aber das wiederholt das vorkonstitutionelle Recht und deswegen kommt der 19.1.2 gar nicht zum Tragen. Das ist aber sehr, sehr wichtig, das sollten Sie sich unbedingt merken. Überall bei Eingriffen in Artikel 8 muss die entsprechende Norm dem Zitiergebot entsprechen. Ja, das hat der sächsische Gesetzgeber verstanden bei der Novelle der Polizeigesetze. Ich will das jetzt hier nicht vertiefen. Da ist ausdrücklich jetzt auch auf 8 Bezug genommen worden. Man kann auf der Grundlage auch des Polizeigesetzes in Artikel 8 eingreifen. Also nicht nur auf der Grundlage des Versammlungsgesetzes. Das sollte man sich merken. Das geht in den Ländern nicht, in denen dem Zitiergebot des 19.1.2 nicht entsprochen worden ist. Ja, da spricht man immer so von Polizeifestigkeit des Versammlungsrechts. Damit ist vor allem gemeint, es ist deswegen polizeifest, weil Polizeirecht üblicherweise dem Zitiergebot des 19.1.2 nicht entsprochen wird. Finden Sie in dem Polizeirecht regelmäßig nur eine Bezugnahme auf 2 Absatz 2, ja, auch bei Eingriffen in also Leib und Leben, Bewegungsfreiheit, ja, auch in 13, ja, aber es wird üblicherweise in den Polizeigesetzen der Länder nicht Bezug genommen auf Artikel 8. Und deswegen taugt das Polizeirecht der Länder dann in diesen Fällen, wenn also dem Zitiergebot des 19.1.2 nicht entsprochen ist, nicht als Ermächtigungsgrundlage für Eingriffe in 8. Und deswegen ist dann fast das Versammlungsgesetz der Länder oder des Bundes, ja, das gilt ja nach 125a Absatz 1 GG noch fort, auch in den Ländern, es immer noch kein Länderversammlungsrecht gilt. Das ist in Sachsen anders, wie Sie wissen, wir haben ja ein sächsisches Versammlungsgesetz.
Also, Zitiergebot hier, kein Verstoß, weil hier dem, weil es vorkonstitutionelles Recht ist, dass es nachkonstitutionelles Recht ist, das aber vorkonstitutionelles Recht nur und ausschließlich wiederholt. Das ist hier der Fall. 118 OBG wiederholt das vorkonstitutionelle 316 Strafgesetzbuch, alte Fassung. So, in materieller Hinsicht, also in, was den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz anbelangt, gibt es hier keine Probleme. Die Probleme entstehen jetzt hier nur im Hinblick auf den Einzelfall. Also ist der 118 Absatz 1 auch im konkreten Fall richtig angewandt worden. So, und jetzt müssen wir uns mit den Argumenten, die auch das Urteil trägt, auseinanderhalten. Nämlich mit dem Argument, solange hier du keine Genehmigung bekommst, ist der Schutzbereich nicht eröffnet. Ja, das ist ja das erste Argument. Wir haben das schon im Grunde genommen angedeutet. Das ist ein glatter, die glatte Verletzung, eine spezifische Verletzung von Grundrechten, weil fehlerhafte Anwendung des Grundrechts. Also zu glauben, nur mit der Genehmigung wird der Schutzbereich des 8.1 eröffnet, ist fehlerhaft, ist eine komplett fehlerhafte Auslegung des Artikel 8 Absatz 2 und auch bei uns eine fehlerhafte Anwendung, Auslegung, weil bei uns ja schon durch die Genehmigung der Gedenkveranstaltung der 8.1 aktiviert eröffnet worden ist. Und was für die Gedenkveranstaltung gilt, gilt dann auch für unseren B und seine Truppe da. Also das ist ja eine Vierer-Truppe. Also deswegen ist, kann man nicht sagen, weil es nicht genehmigt ist, ist der Schutzbereich nicht eröffnet. Das ist die, ein Fall der Verkennung, Entschuldigung, der fehlerhaften Anwendung des Artikel 8 Grundgesetz. So, das haben wir schon mal. Jetzt kommt aber nochmal die Frage, meine Damen und Herren. Beantworten Sie, der hat jetzt mit dem Fall nichts zu tun. Mit welcher Berechtigung steht in § 14 Sächsisches Versammlungsgesetz, so steht es auch im Bundesversammlungsgesetz, nochmals, das gilt über 125a Absatz 1 Grundgesetz, in allen Ländern fort, in denen es kein, auch nach der Föderalismusreform, kein Versammlungsgesetz gibt. Ja? Also 14 Sächsisches Versammlungsgesetz oder auch 14 Versammlungsgesetz des Bundes sieht eine Anzeigepflicht vor. Prinzipiell ist vor einer Versammlung 48 Stunden zuvor wenigstens die Versammlung anzuzeigen, nicht zu genehmigen, ja? Keine Erlaubnis, ja? Das ist ja verboten durch 8, aber es ist anzuzeigen. Das steht in 14 drin, davon gibt es nur Ausnahmen, im Sächsischen Gott sei Dank geregelt, schön, ja, betrifft dann die Eilversammlung und die Spontanversammlung, gibt es Sonderregelungen, die kennen Sie auch, damit wird die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Bundesversammlungsgesetz konkretisiert. Ja, Gott sei Dank, der sächsische Verfassungsgesetzgeber hat den diesen Paragraphen 14 Versammlungsgesetz des Bundes nicht nur einfach rezipiert, sondern verarbeitet die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Da kann ich nur sagen, Gott sei Dank, einer schreibt mal gute Gesetze. Ja? Hat er endlich der Versammlungsgesetzgeber hier insoweit ein wirklich eine gute Norm geregelt. Aber damit ist die Frage immer noch nicht beantwortet. 8 Absatz 2 steht ohne Erlaubnis, ohne Anmeldung, nicht nur Erlaubnis, ohne Anmeldung dürfen sich alle Deutschen versammeln. 14 sieht aber eine Anzeige und wenn Sie wollen, auch eine Anmeldefrist, Anmeldepflicht vor. Verstößt also 14 gegen 8 Absatz 1 GG und ist dem damit verfassungswidrig? Sie sind dran. Haben Sie sich darüber mal Gedanken gemacht? Wir gehen ja ganz grundlegend hier vor. Der 14, der reibt sich doch erkennbar mit dem 8 ohne Anmeldung.
Steht doch, ohne Anmeldung. Erlaubnis haben wir nicht, wir haben keinen Erlaubnisvorbehalt, aber wir haben Anmeldefreiheit. So. Ja, Anmeldepflicht hat den Zweck, die Versammlung polizeilich zu schützen. Nur, wirklich nur die Versammlung, richtig, natürlich auch, aber wirklich nur die Versammlung zu schützen. Wer soll denn auch durch die Anmeldefrist geschützt werden? Nur die Versammlungsteilnehmer und Teilnehmerinnen? Also nur die Versammlung? Nee. Auch die anderen Verkehrsteilnehmer. Ja? Also wenn Sie als Autofahrer unterwegs sind oder übrigens auch als Fahrradfahrer unterwegs sind und dann da eine Versammlung an ihm vorbeizieht, dann ist für Sie erst einmal Schluss. Ja? Das kennen Sie wahrscheinlich, ne? Da stehen Sie erstmal. Und wenn das eine richtig große Versammlung ist, da stehen Sie richtig lange. Ne? Auch als Fahrradfahrer. Da kommen Sie nicht einfach durch so eine Versammlung durch. Da müssen Sie irgendwie so einen riesen Umweg machen, um dann da irgendwie zu Ihrem Zielort zu kommen. Also da werden wahrlich nicht nur, natürlich auch die Versammlungsteilnehmer und Teilnehmerinnen geschützt, aber nicht nur, sondern alle anderen Verkehrsteilnehmer auch. Fahrradfahrer, Autofahrer, andere, die eben nicht an der Versammlung teilnehmen. Die sollen geschützt werden, sollen nämlich gesagt werden, oh, da findet jetzt eine Veranstaltung statt und deswegen fehl bloß nicht diesen Verkehrsweg, sonst musst du dich auf Behinderungen einrichten. Ne? Das wird dann immer ja schon über Funk und Fernsehen, wie es so schön heißt, oder auch über Internet verbreitet. Dient also eindeutig auch anderen Verkehrsteilnehmern. Das wäre eine Einschränkung. Aber Herr Piontek sagt, das ist alles legitim. Ja, also erstens der Schutz der Versammlungsteilnehmer, ja, das ist ja ganz wichtig. Ja. So, sonst stellen Sie mal vor, man würde mit dem Auto da reinfahren können, ja, oder die würden nicht geschützt werden durch Polizei, ja, dann wäre schon Leib und Leben der Versammlungsteilnehmer beeinträchtigt. Also da wird nicht nur der Artikel 8.1 geschützt, sondern sogar Leib und Leben, 2.2, Schutzpflichten zugunsten des Staates. Also wir sehen, dieses Anmeldeerfordernis verfolgt klar legitime Ziele. Ja? Deswegen kann das irgendwie nicht verfassungswidrig sein. Ja, also, aber dann erklären Sie mir mal, warum ist es nicht verfassungswidrig? Also schlicht und ergreifend, aber es steht doch da drin. Es darf nicht, ohne Anmeldung steht drin. Also ohne Anmeldung und Erlaubnis ist was, meine Damen und Herren, also im Kern eine Selbstverständlichkeit. Ja? Es bräuchte auch gar nicht drin zu stehen. So, jede Anmeldung greift einen 8.1, also nichts anderes. Unser 14 ist ein Eingriff, bewirkt ein Eingriff in 8 Absatz 1, kann aber über 8 Absatz 2 gerechtfertigt werden. Ja? Obwohl in Absatz 1 steht, ohne Anmeldung kann es eine andere Regelung geben über 8.2, solange dies nur dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz entspricht. So, eine Anmeldung ist in Ordnung, eine Erlaubnis wäre schon nicht in Ordnung, weil das zu weit ginge. Da gibt es mildere Mittel, zumindest Mittel, die dann zumutbar sind. Ja, also es würde schon an der Erforderlichkeit scheitern, zumindest an der Zumutbarkeit, wenn man eine Genehmigungspflicht statuierte. Aber eine Anmeldepflicht ist schon mit Blick auf die Veranstaltungsteilnehmerinnen und Teilnehmer erforderlich und auch mit Blick auf die anderen Verkehrsteilnehmern erforderlich und gerechtfertigt damit. Der 14 Sächsisches Versammlungsgesetz ist gerechtfertigt über 8 Absatz 2 Grundgesetz. So, ja? Also Sie müssen das einfach so sehen, da ist eine Selbstverständlichkeit in Absatz 1 geregelt. Der 8 Absatz 1 wollte das nicht schlechthin verbieten, sondern im Grunde genommen nur verdeutlichen, dass es eine autonome Entscheidung der Versammlungsteilnehmer, sich zu versammeln. Und da soll der Staat prinzipiell nichts zu suchen haben. Ja? Das soll damit zum Ausdruck bringen, durch diesen Vorbehalt keine Genehmigung, keine Erlaubnis und auch keine Anmeldung. Ja? Aber dass in diese Freiheit, erstmal grundrechtlich geschützte Freiheit, auch eingegriffen werden kann, wie in alle anderen Freiheiten auch, ist auch klar. Und die Schranke ist 8.2. Und es stellt sich nur die Frage dann, ob die Schranke auch Ausdruck des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ist. Also 14 Versammlungsgesetz konkretisiert die Schranke des 8 Absatz 2, weil diese Regelung erkennbar verhältnismäßig ist, zumal dann ja auch noch die für spontan und für Eilversammlung dann noch spezifische
Dispensregelung gelten, die nochmals die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Versammlungsgesetz des Bundes konkretisiert. Nochmals Lob an den sächsischen Gesetzgeber. So, damit ist diese Sache jetzt, und jetzt stellt sich das weitere Problem, aber das ist im Grunde genommen ja auch kein richtiges Problem. Hier wird ja die Versammlung als ungehörig, als grob ungehörige Handlung verstanden, weil man transparent hochhält, und das leuchtet nach, ich glaube, da muss man nicht Jura studiert haben, in einem freiheitlichen, demokratischen Staat muss es auf Demonstration prinzipiell auch Gegendemonstration geben, solange es dann nicht da irgendwie zu lautstarken Auseinandersetzungen kommt. Und diese Gedenkveranstaltung wird ja in Muße durchgeführt, aber durch das Heben eines Transparenz stört man noch nicht den Frieden, sondern man muss sich auch die Gedenkveranstaltung natürlich Kritik gefallen lassen. Also auch hier ist man nicht geschützt vor der Konfrontation mit dem politisch Andersdenkenden. Jetzt sind wir wieder beim Kopftuchfall. Das ist Ausfluss unserer pluralistischen Demokratie, dass Auffassungen, unterschiedliche Auffassungen sich reiben, ausgetragen werden müssen, und das gilt selbstverständlich dann auch in diesem Fall. Also wird die Bedeutung und Tragweite des Artikel 8 verkannt, wenn dies als grob ungehörige Handlung qualifiziert wird. So, das ist es im Kern, und damit ist die Verfassungsbeschwerde begründet. So, meine Damen und Herren, wir haben heute nur 5 Minuten überzogen, so wenig haben wir, glaube ich, noch nicht überzogen, aber der Fall, glaube ich, war Anlass, nochmal den Artikel 8 ein wenig zu wiederholen. Ja, wichtig müssen wir wissen, Versammlungsbegriff, dann Eröffnung des Tatbestandes, das sind große Probleme. Wissen Sie übrigens noch eine weitere, wir haben das vorhin nur über Versammlung, kommen wir nochmal als abschließende Frage, in welchem Zusammenhang hat sich die Frage auch schon mal gestellt, ob der Tatbestand eines Grundrechts überhaupt eröffnet ist? In welchem Zusammenhang, wissen Sie das? Hat etwas so ein bisschen mit Medienberichterstattung zu tun. Das war auch schon mal Gegenstand eines Verfahrens vor dem Bundesverfassungsgericht. Und als Sie, als Juristinnen und Juristen, sollten das vielleicht gerade im Kopf haben, vor allem wenn Sie auch hier wiederum an die dritte Gewalt denken. Was meine ich damit? Meine Damen und Herren, denken Sie mal an das Gerichtsverfassungsgesetz. Was war lange Zeit verboten? Das ist dann erst seit einigen Jahren unter speziellen Voraussetzungen ermöglicht worden. Lange Zeit war das kategorisch verboten, was in einem Prozess, nicht nur Strafprozess, sondern auch normalen bürgerlich-rechtlichen Rechtsstreit, stellen Sie sich mal vor, Abgas, Schummel, also Musterklagen wegen der Verletzung von Abgasnormen durch die Automobilkonzerne, ist ja von politischer, von allgemeiner, aktueller Bedeutung, oder auch Bundesverwaltungsgericht, was auch immer, ja, Fahrverbote für Dieselfahrer und so weiter, Berichterstattung aus dem Gerichtssaal, exakt. Ja. Das Bundesverfassungsgericht hatte sich in dem sogenannten NTV Verfahren mit der Frage zu beschäftigen, ob der ursprüngliche, eine ursprüngliche Vorschrift des Gerichtsverfassungsgesetzes, welche die Berichterstattung aus dem Gerichtssaal während der mündlichen Verhandlung kategorisch verboten hatte, mit Artikel 5, mit der Informationsfreiheit wie auch der Presse- und der Rundfunkfreiheit vereinbar ist. Ja, da ging es vor allem dann um die Rundfunkfreiheit, aber auch weil es um NTV, um den Nachrichtensender NTV ging. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, also erstmal, die Informationsquelle ist gar nicht eröffnet, ja, weil der Staat gesagt hat, durch einfaches Gesetz gesagt hat,
diese Kameras haben im Gerichtssaal nichts zu suchen. Ja? Der war nicht eröffnet, das Grundrecht auf Informationsfreiheit. Auch die Rundfunkfreiheit sollte nicht eröffnet gewesen sein, sondern sagte Karlsruhe, und das ist bis zum heutigen Tag die Rechtsprechung, nur wenn der Inhaber des Hausrechts, ja, hier das Gericht oder der Gesetzgeber, sagt, das Hausrecht, dieses Gebäude wird auch für die Berichterstattung eröffnet, ist der Tatbestand der Rundfunkfreiheit überhaupt eröffnet. Wenn das nicht eröffnet ist, ja, dann ist der 512, also der Schutzbereich der Rundfunkfreiheit, schon gar nicht eröffnet. Ja, das war genau die gleiche Diskussion, die überführen. Also erst der Staat muss etwas öffnen, damit überhaupt das Grundrecht eröffnet ist. Ja, der Schutzbereich eröffnet ist. Das hat der Gesetzgeber jetzt gemacht, ja, durch NTV, durch die Regelung im Gerichtsverfassungsgesetz. Da steht drin, ist grundsätzlich zulässig, aber der vorsitzende Richter entscheidet über die Zulässigkeit oder Unzulässigkeit. Und wenn der Vorsitzende der entsprechenden Beschlusskammer das dann schließt, wiederum sagt, nee, Berichterstattung ist hier nicht zulässig, dann wird in 511 eingegriffen, weil 511 durch den Gesetzgeber eröffnet worden ist. Ja? Ich persönlich habe diese Auffassung nicht für richtig gehalten, habe gesagt, auch im Gerichtssaal ist aus der Rundfunkfreiheit prinzipiell erstmal Berichterstattung möglich, weil der Schutzbereich der Rundfunkfreiheit vor den staatlichen Gerichten, vor den staatlichen Institutionen keinen Halt macht. Also nicht ausgeschlossen, per se ausgeschlossen ist. Ja, aber andere Auffassung des Bundesverfassungsgerichts. Ja. So. Ich wollte Ihnen sagen, parallele Diskussion. Ja. Sie könnten noch weitere Beispiele hierfür bringen zu dieser grundsätzlichen Frage, ob der Schutzbereich eines Grundrechts hier überhaupt eröffnet ist. Bei uns war das der Fall, weil durch die Gedenkveranstaltung der Widmungszweck in jedem Fall erweitert worden ist. Und wenn es geöffnet ist, ist der 8 geöffnet. Und dann aber bitte schön für alle, nicht nur für die genehmigte Versammlung, sondern für auch potenzielle Versammlungsgegner, also die anderer Auffassung sind und dies in einer Gegendemonstration auch klar zum Ausdruck bringen wollen. So, okay, wir sehen uns morgen alter Frische wieder und behandeln dann einen schönen Fall, deswegen schönen Fall, weil wir uns mal lösen aus dem Prozessrecht des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes und dem Landesverfassungsrecht und auch dem Landesverfassungsprozessrecht uns zuwenden werden. Das ist deswegen wichtig, weil auch eine Verfassungsbeschwerde oder ein Verfahren vor dem Sächsischen Verfassungsgericht in Leipzig sehr wohl auf Sie in einer Staatsexamensklausur zukommen könnte. Ich habe schon mehrere solcher Klausuren gelesen, seitdem ich in Leipzig bin. Ich bin erst seit 2016 in Leipzig und da, glaube ich, habe ich schon zwei Klausuren gelesen und bearbeiten, dann korrigieren müssen, die in Leipzig, also vor dem Sächsischen Verfassungsgericht, gespielt haben. Also, deswegen bereiten Sie sich darauf vor, Sie müssen nicht nur ein Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht beherrschen, sondern auch vor dem Sächsischen Verfassungsgericht kennen, und dem Ziel dient morgen die Veranstaltung. Also kommen Sie in voller Begeisterung wieder zur morgigen und dann letzten Veranstaltung. Bis morgen. Alles Gute.